Das Corona-Kabinett der Bundesregierung ist sich nach Informationen von Reuters und der Bild einig, die Infektionsinzidenzwerte abzuschaffen. Man habe sich darauf verständigt, dass künftig neuer wesentlicher Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems sein soll, wie hoch die Hospitalisierung sei, so heißt es heute aus Regierungskreisen. Unterdessen ist die 7-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen auf den Wert von 103 gestiegen und damit so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Bayern verschärft die Corona-Maßnahmen. Dort gelten ab heute bei einer Inzidenz von 35 die 3G-Regeln, die nur Geimpften, Genesenen oder negativ Getesteten Zutritt zu öffentlichen Innenräumen erlauben. In Brandenburg dagegen gibt es eine Lockerung. Dort entfällt an den Grundschulen ab heute die Maskenpflicht.